Hallo, was machen Sachen? Wie ihr seht, bin ich an meinem neuen Projekt. Es ist wieder ein Projekt für die Unreal Engine. Also, es ist wieder ein Projekt, das ich in der Unreal Engine fertigstellen werde. Zu Anfangs erstelle ich erstmal einen Blockcode in Maya. Das ist das, was ihr gerade seht. Ich werde einfach die groben Sachen ausformen, ausarbeiten, was jetzt auf meine Insel drauf soll. Wie gesagt, in dem Blockcode geht es erstmal darum, alles ganz grob auszuformen, um zu gucken, was wohin kommt, wie groß es sein muss. Einfach nur, dass man so ein Gefühl hat, wo kommt was hin, bevor man sich an die fertigen 3D-Assets setzt. Ist eigentlich immer ein guter Plan, gerade bei der 3D, dass man sich wirklich erstmal von grob nach fein vorarbeitet, dass man erstmal grob alles ausarbeitet, Proportionen abschätzt und guckt, was wo gebraucht wird, was muss wohin, wie funktioniert das, wie hält das zusammen. Und danach erst, wenn das Blockout fertig ist, wenn man die gröbsten Formen ausgearbeitet hat, fängt man damit an, die einzelnen Sachen zu verfeinern. Wie ihr seht, habe ich das alles auch sehr stark beschleunigt, da das doch sehr zeitaufwendig ist, gerade das Modellieren in 3D, weil man halt mehrere Perspektiven hat. Das Modell, je nachdem, was man damit vorhat, muss wahrscheinlich einfach in alle Richtungen funktionieren, nicht nur in einer Ansicht, wie man bei 2D-Bildern hat. Man hat eine Ansicht und fertig ist. Man muss nur das zeichnen, was man vorne sieht. Dahinter ist egal. Muss nicht existieren. Bei 3D hat man halt die Sachen, man kann in der Runde rumgucken. Sobald es jetzt keine festgelegte Kamera oder Top-Down oder sonst was hat, sieht man halt das komplette Modell rundherum, kann hineingehen und das muss man halt beachten und ja, gegebenenfalls halt auch zusammenbasteln. Und da das jetzt alles doch sehr zeitaufwendig ist, werde ich auf YouTube wahrscheinlich nicht alles filmen, nur Ausschnitte, kleinere Modelle zu. Oder halt auch Zusammenschnitte, was jetzt schon passiert ist, wie weit ich gekommen bin, was jetzt erledigt worden ist, was muss noch gemacht werden. Ich denke, das ist auch mal eine schöne Abwechslung im Vergleich zu den Bildern. Das ist jetzt halt auch schon mein drittes Projekt, das ich in der Unreal Engine komplett erstelle. Das erste war das Abschlussprojekt von mir an der SAE, das ich leider nicht bestanden habe. Ja, das dritte Semester habe ich verhauen, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber ich mache trotzdem weiter. Dann kam mein zweites Projekt, halt eine Galerie, die ich an für sich erstmal als Portfolio nutzen wollte, um zu zeigen, die Dinge habe ich gebaut. Und auch noch, um meine Bilder ein bisschen einzuschmuggeln, habe ich halt die Galerie gewählt, weil da kann man Bilder aufhängen. Beide Projekte lassen sich halt auf meiner Webseite verfolgen. Wer sich interessiert mit dem kompletten Aufbau, wie ich die erstellt habe nach und nach, was da so gemacht wurde. Ja, zur Galerie findet man auch auf YouTube ein paar Zusammenschnitte. Leider in meinem erbärmlichen Versuch, Englisch zu sprechen. Am besten, ihr schaltet den Ton aus oder so oder hört irgendwas anderes. Das ist echt nicht gut. Ich kann nicht Englisch sprechen, ich klinge sehr seltsam. Zumal ich einfach vergesse, wie Wörter heißen. Ist jetzt im Englischen schwieriger, da ich da nicht so viele Wörter kenne wie im Deutschen. Im Deutschen kann man ausweichen, da kenne ich mehr. Dann nimmt man halt ein anderes. Funktioniert bei mir im Englischen nicht so. Da stehe ich dann halt komplett auf dem Schlauch und Bluescreen. Einmal ausgefallen. Wie gesagt, die einzelnen Modelle werde ich jetzt hier weniger zeigen. Die werde ich dafür auf Facebook, Patreon oder auf DeviantArt öfters hochladen. Gerade auf Patreon habe ich mir gedacht, ist doch mal eine gute Sache so als Belohnung dafür, dass man mich unterstützt, auch wenn es nur ein Euro ist. Gibt es mehr Work-in-Progress-Bilder von dem, was ich jetzt so die Tage erledigt habe? Von den einzelnen Modellen immer schöne Screenshots, mehrere. Das und das ist erledigt, das und das ist gemacht, das und das ist geplant. Ich denke mir, das ist doch mal eine gute Alternative. Wen es interessiert, der kann mich ja unterstützen. Und wen es jetzt weniger interessiert, der wartet, bis alles fertig ist und ich das dann und ich die Bilder dann auf den verschiedenen Plattformen teile. Jeder darf sich seine aussuchen, die er möchte, die er am liebsten benutzt. Ich bin auf vielen vertreten, dass ich auch schön gefunden werde. Man will ja Feedback haben von dem, was man tut. Und was, wenn das heißt, ich zeige mein Zeug überall, dann ist das halt so. Ist halt manchmal sehr anstrengend, dass man das überall teilen muss, nicht nur einmal. Wobei Facebook das auch recht gut macht mit Instagram. War schon mal besser, aber ist jetzt immer noch gut. Man kann es auf Facebook und Instagram gleichzeitig teilen. Das erspart mir wenigstens einen Schritt. Ja, wie dem jetzt auch sei, ich bin komplett vom Weg abgekommen. Ich wollte auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Wie man auch zwischenzeitlich irgendwann mal gesehen hat, ist mir auch mittendrin aufgefallen, mein Dummy hat die falsche Größe. Ich habe da wohl den falschen exportiert. Ich habe dann die Größe mit Hilfe eines Cubes angepasst, den die richtige Größe eingestellt, den Dummy darauf zugeschnitten. Jetzt hat er wieder die normale Größe, Durchschnittsgröße von 1,80. Den werdet ihr wahrscheinlich öfter sehen, den nutze ich in meinen ganzen Projekten quasi als Maßstab. Ich habe keine Ahnung, warum auf einmal die Größe geändert hat. Ich habe den wahrscheinlich irgendwann mal falsch, ja, exportiert. Nee, kann nicht sein. Ich habe den ja immer nur hin und her geschoben. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Ja, das kann halt immer mal passieren.
man verschiebt was von A nach B und schwupps, irgendwas stimmt mit der Datei nicht so ganz. Jetzt ist der größer. Kann passieren, ist immer gut, wenn man Backup hat. Ist nie verkehrt, es geht öfters mal was schief. Sachen passieren, die einmal nicht geplant hat. Auch immer wieder schön, wenn man jetzt ein Modell erstellt hat oder in Substance Paint einfügen möchte, ist es mir jetzt schon öfters passiert, dass das UV-Layout irgendwie einen kleinen Fehler hat und das ein oder andere UV einmal komplett über alles gezogen wird. Na, egal. Ja, vielleicht werdet ihr ein bisschen mehr aus Substance Painter oder Designer sehen. Die Projekte sind da doch recht kurz. Ja, sie sind doch da wesentlich kürzer, da man ja... Ja, es geht halt schneller. Ja. Vielleicht werdet ihr da was sehen, wie ich in Substance Painter einfach die Modelle bemale. Anstatt einem 2D-Bild, das ich zeichne, bemale ich irgendwelche 3D-Modelle. Mal gucken, weiß ich noch nicht so genau. Ihr könnt mir eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr 2D-Bilder, also Zeichnungen, oder wollt ihr 3D bisschen was sehen, soll ich irgendwas erklären? Fühlt euch frei, mir das mitzuteilen. Ich schließe mich da gerne an, bin für alle Ideen offen. Wie gesagt, ich habe ja in der SRE studiert, ja, versucht, ich habe das dritte Jahr verkackt. Hat nicht so funktioniert, aber immerhin weiß ich so ein bisschen was, wie man sieht. Ihr könnt mich ruhig fragen. Vielleicht weiß ich ja die Antwort. Wenn nicht, finden wir so zusammen raus. Ich fand auch das 3D-Modellieren immer recht schön. Ich musste jetzt leider lange drauf verzichten, weil mein Laptop sagte, nein, mehr als 1000 Polygone gebe ich dir nicht, dann stürze ich ab. Damit lässt sich halt jetzt nicht so modsmäßig viel reißen. Ja, ein paar Vasen, Flaschen, Gläser konnte ich machen, aber darauf hatte ich jetzt auf Dauer auch keine Lust. Aber ich habe jetzt einen neuen Computer. Ich kann jetzt wieder was modellieren. Das finde ich total toll. Jetzt habe ich nur weniger Zeit. Aber irgendwie finde ich dann doch immer mal die eine oder andere Stunde. So, kommen wir zurück zur Insel. Also komplett abgeschweift, aber egal. Ich muss ja irgendwie die Zeit vollkriegen. Video dauert halt ein bisschen länger. Wie ihr seht, ist es eine japanisch angehauchte Insel. Ich habe ein kleines Bäumchen. Ich habe rundherum Steine. Ein bisschen, ja, ein Teich. Fluss nenne ich es jetzt nicht, weil auf einer Insel ein Fluss ist schwierig. Einen kleinen Teich. Vielleicht setze ich da ein paar animierte Fische rein. Mal gucken. Animationen sind auch nicht so meine Stärke. Aber so einen Fisch kriege ich hin. Die sind jetzt auch nicht so kompliziert zu animieren. Die bewegen sich jetzt nicht so großartig. Wer sich dafür interessiert, wie eine Animation aussieht von mir. Eine habe ich sogar auf YouTube. Meine Abgabe fürs zweite Semester. War das zweite Semester mit den Animationen? Ich glaube schon. Ich verlinke die mal in der Beschreibung, da könnt ihr meine Meisterleistung an Animationen sehen. Mein kleinen Geist. Ist jetzt keine Glanzleistung, aber es bewegt sich. Wie gesagt, Animieren ist jetzt nicht so meine Stärke. Obwohl das Animieren an sich schon, nur das Fade Painten, das ist mir zu kompliziert, keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden, es hat nicht funktioniert. Ich sag, theoretisch wusste ich, was ich zu tun habe. Praktisch sagt das halt, nee, das machen wir jetzt nicht so. Ja. Aber es bewegt sich am Ende. Man sieht das, was funktioniert. Alles andere habe ich vertuscht. Das ist von da hinten. Ist aber ganz lustig. Die Animation an sich, wenn man den Geist von der anderen Seite sieht, sobald er sich bewegt, sieht er komplett aus, als wäre er durch Glas durchgeflogen. Aber da er nur von einer Seite kommt, fällt das nicht auf, dass der hinten komplett zerstört ist. Das ist der Vorteil davon, wenn man immer nur aus bestimmten Perspektiven was sieht, was dahinter ist, ist komplett egal. Der könnte auch hinten einfach ein Loch haben. Wird keiner sehen, weil das sieht man halt nicht. Ist ja dahinter versteckt. Würde in einem Spiel jetzt so nicht funktionieren, weil da hat man ja meistens die Rundumsicht und dann sieht man, oh, der Geist ist kaputt. Ja, wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat das mal gefallen, ein bisschen mal was anderes zu sehen wie Zeichnungen. Jetzt mal ein bisschen mehr 3D. Wie gesagt, ich mache es halt sehr gerne. Es macht mir halt wirklich viel Spaß. Ich wusste nur nicht, wie man das so ein bisschen unterjubeln kann on YouTube, aber ich denke, wenn man einfach, ja. Aber ich denke, so Zusammenschnitte von meinen Projekten, vielleicht ein bisschen mit Musik unterlegen oder so, das lässt sich machen. Wie dem auch sei. Das sollte es jetzt erstmal gewesen sein zu dem Projekt. Fragen dürft ihr gerne an mich richten. Auch in den Kommentaren, schreibt mich auf Facebook an, auf meiner Facebook-Seite oder sonst wie. Ihr dürft gerne mit mir diskutieren. Ja, und dann... Danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch. Ciao!